Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der französische Nationalfeiertag stand heute im Zeichen einer gemeinsamen europäischen Verteidigung. An der traditionellen Militärparade auf den Champs-Élysées nahmen 500 Soldaten der deutsch-französischen Brigade teil. Unter den Gästen war auch Bundeskanzlerin Merkel. Sie sprach von einer großen Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik. Am Rande der Feierlichkeiten gab es Spannungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Flugzeuge malen Frankreichs Farben in den Himmel. Der Nationalfeiertag beginnt wie jeder andere zuvor. Als Präsident Macron im offenen Militärjeep die Champs-Élysées hinunterfährt, begleiten ihn nicht nur Applaus, sondern auch Pfiffe. Und in den Nebenstraßen kommt es zu kleineren Rangeleien, offenbar mit Anhängern der Gelbwestenbewegung. Auf der Ehrentribüne Bundeskanzlerin Merkel und die Staatschefs der Länder, die bei der gemeinsamen Verteidigungsinitiative mitmachen. Macron will mit der diesjährigen Parade ein Zeichen für das Europa der Verteidigung setzen. Den Gästen wird Militärtechnik der Zukunft präsentiert. Besondere Attraktion, der fliegende Mann, der in einer schwarzen Uniform und bewaffnet mit einem Gewehr auf einer Art Mini-Plattform mit Düsenantrieb über die Champs-Élysées schwebt. Dazu passt, dass Macron gerade erst angekündigt hat, ein eigenes militärisches Weltraumkommando zu gründen. Es gehe dabei auch um den Schutz französischer Satelliten. An der Parade nehmen diesmal auch 500 Soldatinnen und Soldaten der deutsch-französischen Brigade teil. Wir sind natürlich geehrt, dass zum Beispiel auch Deutsche mit dabei waren. Und deshalb glaube ich, ist dies ein Zeichen einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit. Und im Blick auf den Aachener Vertrag ist es auch ein Zeichen auf eine starke deutsch-französische Zusammenarbeit. Und insofern bin ich heute sehr gerne Gast hier. Dankeschön. Am Nationalfeiertag demonstrative Einigkeit unter den Verbündeten. Politische Streitigkeiten vermeidet man heute. Die geplante Impfpflicht gegen Masern soll auch für Tagesmütter und den Flüchtlingsheimen gelten. Das Gesundheitsministerium bestätigte einen Bericht der Bild am Sonntag über neue Details aus dem Gesetzesentwurf von Minister Spahn. Bislang war bekannt, dass es eine Impfpflicht für Kinder und Personal in Kitas und Schulen sowie in medizinischen Einrichtungen geben soll. Spahn will den Entwurf am kommenden Mittwoch ins Kabinett einbringen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner rechnet spätestens von 2022 an mit einem Ende des Glyphosateinsatzes in der Europäischen Union. Sie gehe nicht davon aus, dass es danach noch eine Mehrheit gebe, den Wirkstoff zur Unkrautbekämpfung zuzulassen, so die CDU-Politikerin. Vorher sei aber wenig zu machen, sagte sie dem Tagesspiegel am Sonntag. Glyphosat wird in der Landwirtschaft, im Gartenbau und privat genutzt. Der Wirkstoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein und schadet Studien zufolge der Artenvielfalt. Mehrere als gemäßigt geltende AfD-Politiker haben Thüringens Landeschef Höcke aufgefordert, sich für den Bundesvorstand zur Wahl zu stellen und seinen Rückhalt auszutesten. Hessens Landesvorsitzender Herrmann sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Höcke habe mit seinen Attacken auf den Bundesvorstand die Machtfrage gestellt und dürfe sich nicht verstecken. Ähnlich äußerte sich Parteichef Meuthen im Bericht aus Berlin. Er nannte eine Kandidatur Höckes folgerichtig. Höcke ist Wortführer des rechtsnationalen Flügels der AfD. Protestaktion gegen die Vernichtung neuwertiger zurückgesendeter Waren beim Amazon-Konzern. Greenpeace-Aktivisten erkletterten das Dach des Logistikzentrums in Winsen an der Luhe und enthüllten ein 27 Meter langes Transparent aus Amazon-Kartons. Der Konzern entsorgt laut einer aktuellen Händlerbefragung der Universität Bamberg rund 4% aller zurückgesendeten Güter. Greenpeace fordert von der Bundesregierung, diese Praxis gesetzlich zu verbieten.
Bundesentwicklungsminister Müller fordert, neue Rodungen im Amazonas-Regenwald in Brasilien zu stoppen. Das sei zentral für den weltweiten Klimaschutz, sagte der CSU-Politiker zum Abschluss einer knapp einwöchigen Reise durch das Land. Dabei ging es um einen Fonds zum Schutz des Regenwaldes und um das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Brasiliens Präsident Bolsonaro will weitere Rodungen aus wirtschaftlichen Gründen zulassen. Für Entwicklungsminister Müller ist es keine einfache Reise. Besuch in Brasiliens Amazonasregion. Hier investiert Deutschland bislang in den Amazonasfonds für den Schutz des Urwalds und indigener Völker. Der Regenwald ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität und insbesondere des Weltklimas. Und deshalb ist der Amazonasfonds enorm wichtig. Genau diesen hatte Brasiliens Präsident Bolsonaro zuletzt offen kritisiert. Er steht der Agrarlobby nahe und hatte im Wahlkampf betont, Rinderzucht und Ackerbau müssten Vorrang haben vor Umweltschutz. Bolsonaro hat versprochen, dass wir in Regenwaldreservate eindringen dürfen. Zuletzt ist die Abholzung stark angestiegen. Davon profitieren Agrarexporteure. Entwicklungsminister Müller fordert deshalb einen nachhaltigen Handel, besonders bei Soja. Auch im Rahmen des Mercosur-Abkommens wird es darum gehen, entwaldungsfreie Lieferketten zu vereinbaren. Der Druck von Sojaanbau und Rinderhaltung darf nicht weiter in den tropischen Regenwald hineingetrieben werden. Vorerst soll der Amazonasfonds bestehen bleiben. Dennoch liegen Brasilien und Deutschland bei der Umweltpolitik weit auseinander. Heftiger Monsunregen hat in Südasien zahlreiche Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Im Norden Indiens, in Nepal und in Bangladesch kamen mindestens 90 Menschen ums Leben. Laut Behörden könnte sich die Zahl der Toten weiter erhöhen, da noch viele Menschen vermisst werden. In Indien fällt der Monsun in diesem Jahr nach einer extremen Hitzewelle besonders stark aus. Selbstgebaute Flöße sind für viele Bewohner die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch zu ihren Häusern zu gelangen. Das Wasser kam buchstäblich über Nacht in den Nordosten Indiens und überraschte viele im Schlaf. Hunderttausende wurden obdachlos. Auch Tiere suchen Rettung auf den wenigen trockenen Flecken. Das ganze Land steht unter Wasser. Alleine hier sind es 52 Dörfer, sagt dieser Anwohner, und von der Regierung hat sich noch keiner blicken lassen mit irgendwelcher Hilfe. Heftige Monsunregenfälle haben den Fluss Brahmaputra zu einem gewaltigen Strom anschwellen lassen, der in der Nacht alles mitgerissen hat. Die Regenzeit kommt jedes Jahr, doch in den vergangenen Tagen war der Regen hier besonders stark. Der Fluss hat gestern Abend um 10 Uhr die kritische Marke überschritten. Im Moment liegen wir 16 cm darüber und es steht zu befürchten, dass der Pegelstand weiter steigen wird. In den Tagen zuvor hatte das Wasser im benachbarten Nepal die Hauptstadt Kathmandu verwüstet. Hier kamen laut Medienberichten 47 Menschen ums Leben. Das Wasser fließt nur langsam ab und schon sagt der Wetterbericht neue Regenfälle voraus. Der Monsun zeigt sich in ganz Südasien derzeit von seiner zerstörerischen Seite. Einen Tag, nachdem der Tropensturm Barry die Südküste der USA erreicht hat, ist die Gefahr für die Menschen im Bundesstaat Louisiana noch immer nicht gebannt. Auch wenn die Auswirkungen zunächst weniger heftig ausfielen als befürchtet, warnt das Nationale Hurrikanzentrum weiter vor Starkregen, gefährlichen Sturmfluten und Überschwemmungen. In Teilen der betroffenen Regionen führte der Sturm zu Stromausfällen. Ein massiver Stromausfall hat gestern Abend den New Yorker Bezirk Manhattan lahmgelegt. Mehr als 70.000 Menschen waren laut Energieversorger etwa 3 Stunden ohne Strom. Auf dem Times Square erloschen die Werbetafeln, U-Bahn-Schächte waren ohne Licht. Als Ursache wird ein Transformatorbrand vermutet. Auf den Tag genau vor 42 Jahren hatte es einen Stromausfall in nahezu der gesamten Stadt gegeben.
Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren sind zwei der ältesten Pyramiden Ägyptens wieder für Besucher geöffnet. Touristen können von heute an die rund 40 Kilometer von Kairo entfernte sogenannte Knick-Pyramide und deren Satellitenpyramide in der Grabstätte Dahschur besichtigen. Außerdem werden mehrere Sarkophage und gut erhaltene Mumien ausgestellt. Die Pyramiden wurden etwa 2600 vor Christus unter König Snofru erbaut. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Protesten gekommen. Mehr als 10.000 Menschen forderten im Bezirk Sha Tin den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam sowie freie Wahlen. Wie bereits gestern kam es in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Proteste richten sich gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz und gegen fliegende Händler aus China. In der Innenstadt Hongkongs protestierten überwiegend Journalisten gegen Polizeigewalt. Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen und damit seine WM-Führung ausgebaut. Der britische Mercedes-Pilot siegte vor dem zweiten Silberpfeilfahrer Valtteri Bottas und Charles Leclerc auf Ferrari. Sebastian Vettel wurde nach einem missglückten Manöver nur 16. Es ist der dramatische Tiefpunkt eines spannenden Grand Prix. Beim Versuch, Max Verstappen zu überholen, verliert Sebastian Vettel für einen Augenblick seinen Wagen und fährt auf den Vordermann auf. Es geht auf meine Kappe, ich war auch schon bei ihm und habe mich entschuldigt. Beide Autos können das Rennen zwar fortführen, Sebastian Vettel allerdings kommt nach Reparatur und einer Zeitstrafe über den vorletzten Platz nicht hinaus und bleibt ohne WM-Punkt. Der 10. Formel-1-Saisonlauf ist von Beginn an spannend, bestimmt von vielen Zweikämpfen. Zunächst zwischen den Silberpfeilen, später zwischen Ferrari und Red Bull. Eine geschickte Rennstrategie bringt Lewis Hamilton, der zunächst auf Position 2 rangiert, an die Spitze. Er selbst fährt fehlerfrei und gewinnt den großen Preis von England zum 6. Mal, ein neuer Rekord. Ganz ehrlich, das ist der glücklichste Tag für mich seit langer Zeit. Es gibt keinen besseren Ort als den hier, um ein Rennen zu gewinnen. Mit dem heutigen Sieg ist der Brite damit auf dem besten Weg, seinen Titel erneut zu verteidigen. Der Südafrikaner Daryl Impey hat die 9. Etappe der Tour de France gewonnen. Das 170,5 Kilometer lange Teilstück führte von Saint-Étienne durch das Zentralmassiv nach Brioude. Die deutschen Fahrer sind immer noch ohne Etappensieg. Die Franzosen haben heute neben dem Nationalfeiertag mehrere Gründe zu feiern. Insbesondere die Radprofis der Tour de France. Hunderttausende an der Strecke, die einer 15-köpfigen Ausreißergruppe zujubeln. Dazu gehört auch als einziger Deutscher Toni Martin. Das Feld gewährt ihr weit über 10 Minuten Vorsprung, da kein Fahrer mit dabei ist, der in Sachen Gesamtklassement eine Rolle spielt. Der Führende, Julien Alaphilippe aus Frankreich, gut beschützt von seinem Team an der Spitze des Hauptfeldes. Aus der Gruppe heraus gibt es mehrere Attacken. Toni Martin muss abreißen lassen. Den Etappensieg sichert sich der südafrikanische Meister Daryl Impey vor dem Belgier Thies Benoot. Toni Martin wird 15. Aber dann habe ich doch irgendwann gemerkt, als die Attacken losgingen, dass mir die Spritzigkeit fehlt, dass ich müde bin von den letzten Tagen. Und dann war natürlich die Moral auch nicht gerade die beste. Das gelbe Trikot verbleibt auf den Schultern von Julien Alaphilippe. Und so kann ganz Frankreich weiterfeiern. Novak Djokovic hat das Finale des Tennisturniers in Wimbledon gewonnen. Der Serbe siegte vor wenigen Minuten gegen Roger Federer in 5 Sätzen mit 7:6, 1:6, 7:6, 4:6 und 13:12. Das spannende Match dauerte fast 5 Stunden. In einem epischen Finale sichert sich Novak Djokovic seinen 5. Wimbledon-Titel. Der erste Satz ausgeglichen. Beide Spieler können ihre Aufschlagspiele halten. Der Tiebreak muss entscheiden. Dort Novak Djokovic einen Hauch stärker, gewinnt den Satz mit 7:6. Im zweiten Durchgang aber Federer überlegen, holt sich den Satz mit 6:1. Anschließend ist das hochklassige Finale wieder ein Duell auf Augenhöhe. Im Tiebreak hat Djokovic erneut das bessere Ende auf seiner Seite. Doch Federer kommt wieder zurück, schafft den Satzausgleich und erzwingt damit den 5. Durchgang. Und dieser bietet jede Menge Spannung. Nachdem Federer selbst 2 Matchbälle hatte, gewinnt Novak Djokovic mit 13:12 im 5. Satz ein historisches Wimbledon-Finale, das sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 15. Juli.
Das Hoch über Großbritannien lenkt wolkenreiche Luft zu uns. Regen fällt aber kaum noch. Heute Nacht lassen Schauer und Gewitter im Osten und Süden nach. Teilweise lockert es auf. In der Nordhälfte halten sich dichte Wolken, die auch am Tag für einen grauen Himmel sorgen. Bis auf örtliche Nieseltropfen bleibt es aber trocken. Im Süden wird es meist freundlich. Dort und im Osten sind vereinzelt Schauer möglich. Heute Nacht in Berlin noch 15, an den Alpen Abkühlung auf 8 Grad. Morgen Höchstwerte von 16 Grad an der Nordsee bis 25 Grad am Oberrhein. Auch am Dienstag im Norden dichte Wolken, aber meist trocken, im Süden freundlich. Ähnlich am Mittwoch, dann mit einem leichten Gewitterrisiko im Süden. Donnerstag mal Sonne, mal Wolken, hier und da Schauer oder Gewitter. Pina Atalay hat um 23.40 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Flügelkampf, wie die AfD mit parteiinternen Kritikern umgeht und ein Dorf wird geräumt. Klimawandel an der walisischen Küste. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.